Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute, am inzwischen 12. Juli, lesen wir den 16. Teil des wundervollen Buches Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Ein, wie ich finde, bis jetzt sehr interessantes Buch und es nimmt an Interessiertheit oder Interessantheit, denke ich mal, nur noch zu. Wir sind jedenfalls in dem Kapitel, das wir letztes Mal begonnen haben, eine gewaltsame Wendung. Und von der gewaltsamen Wendung kennt der Vatikan und kennt die römisch-katholische Kirche und sicher auch ihr Jesuitenorden ja so ungefähr alles, um nicht zu sagen, dass sie mehr oder weniger die Erfinder davon sind. Am Ende auf Seite 152 im letzten vollen Absatz lesen wir dann fort und da heißt es: Das politische Ergebnis jener christlich-okkulten Schwärmereien, also wie gesagt, christlich in diesem Fall auch wieder mit katholisch bitte zu ersetzen, das politische Ergebnis jener katholisch-okkulten Schwärmereien war die vom Zaren Alexander I. entworfene sogenannte Heilige Allianz. Na, wo habe ich den Namen schon mal gehört, ne? Dieser Vertrag wurde zunächst am 26. September 1815 von dem Zaren Alexander I. von Russland, den Kaiser Franz II. Von Österreich und dem König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen unterzeichnet. Es heißt in diesem Vertrage einleitend, dass sich die drei Monarchen feierlich verpflichten, sowohl in der Regierung ihrer Staaten als auch in der Politik allein die, zwischen Anführungszeichen bitteschön, christlichen Grundsätze der Milde, der Gerechtigkeit und des Friedens walten zu lassen. Redensarten, die wir auch heute zuweilen hören können. Es heißt dann weiter in Artikel 1, Zitat, die drei Monarchen werden, den christlichen Vorschriften gemäß, also katholischen, das sage ich jetzt zum letzten Mal, das sollte jedem deutlich sein, den katholischen Vorschriften gemäß sich wie Brüder behandeln und bei allen Veranlassungen sich als solche gegenseitig unterstützen. Ihre Völker und Armeen werden sie wie Väter einer Familie in demselben Geiste der Brüderlichkeit regieren. Entschuldigt, aber ich kann es mal nicht verkneifen, ich muss hier einen Kommentar sagen. Die drei Monarchen werden den, zwischen Anführungszeichen, christlichen, also katholischen Vorschriften gemäß, sich wie Brüder behandeln und bei allen Veranlassungen sich als solche gegenseitig unterstützen. Ihre Völker und Armeen werden sie wie Väter einer Familie regieren. Entschuldige bitte mal, eine Armee ist dafür da, um andere Menschen zu töten und meistens Menschen aus einer anderen Nation. Wie kann ich also hier diese Formulierung in dem Artikel 1 mit reinbringen, dass die Monarchen sich nach, wie es hier steht, christlichen Vorschriften gemäß, sich untereinander wie Brüder behandeln, sich bei allen Veranlassungen gegenseitig unterstützen und ihre Völker und Armeen wie Väter einer Familie in demselben Geiste der Brüderlichkeit regieren? Wie kann ich eine Armee im Geiste eines Vaters, einer Familie mit Brüderlichkeit regieren? Was ist das für ein himmelschreiender Unsinn? Das ist doch nur dafür da, um einige Leute auf die Schulter zu klopfen und sagen von, ja, schaut mal, wie schön wir das hier schreiben. Sind wir nicht ganz toll? Wir werden unsere Armeen ganz gut behandeln. Ja? Wenn es hart auf hart kommt und du desertierst aus der Armee, dann wirst du erschossen als Deserteur oder sonst wie hingerichtet. Und wenn du deinen Job in der Armee richtig machst, dann bist du dafür da, um Menschen aus anderen Nationen umzubringen, zu töten. Was hat das mit dem Geist der Brüderlichkeit zu tun? Ah ja. Ach ja, Moment, jetzt verstehe ich. Die drei Monarchen werden den christlichen Vorschriften gemäß, das sind ja die katholischen Vorschriften gemäß, die drei Monarchen werden nach den katholischen Vorschriften ihre Völker und Armeen wie Väter einer Familie im selben Geist der Brüderlichkeit regieren. Nach katholischen Vorschriften, ach so. Das Problem ist, sie schreiben christlich, aber sie meinen katholisch. Und da katholisch nicht christlich ist, lügen sie ja nicht mal. Sie lügen nur, wenn sie das Wort christlich statt katholisch gebrauchen. Also bei solchen Sätzen, wenn man sowas liest, da müssen bei einem jeden wirklichen Christen, nicht Katholiken, bei einem wirklich jeden Christen die Alarmglocken ganz schrill läuten.
Jetzt lese ich den Satz noch einmal, danach gehen wir noch ein paar andere Artikel rein. Ich hoffe, dass ich die nicht alle so klar auseinanderrupfen muss wie diesen, aber dass euch das bitte deutlich wird, was hier steht. Und ich lese es so, wie es hier steht. Die drei Monarchen werden den christlichen Vorschriften gemäß sich wie Brüder behandeln und bei allen Veranlassungen sich als solche gegenseitig unterstützen. Ihre Völker und Armeen werden sie wie Väter einer Familie in demselben Geiste der Brüderlichkeit regieren. Was für ein himmelschreiender Unsinn. Artikel 2. Infolge dieser Gesinnung werden die drei Monarchen von Österreich, Preußen und Russland, welche die drei verschiedenen christlichen Konfessionen repräsentieren, sich als Zweige der nämlichen christlichen Familie betrachten und bekennen, dass das christliche Volk in Wahrheit keinen anderen Herrn habe als Gott, unseren göttlichen Erlöser, Jesus Christus. Sie empfehlen daher auch ihren Völkern, sich täglich mehr in der Übung der christlichen Pflichten zu befestigen. Artikel 3. Alle Monarchen, welche sich zu den gleichen Grundsätzen bekennen wollen, sind angelegentlich aufgefordert, dieser Allianz beizutreten. Ende Zitat. Ich kann nicht anders. Ich muss Artikel 2 kommentieren. Ich kann das so nicht stehen lassen. Infolge dieser Gesinnung, heißt es in Artikel 2, werden die drei Monarchen von Österreich, Preußen und Russland, welche die drei verschiedenen christlichen Konfessionen präsentieren. Hallo, da schon mal. Drei christliche Konfessionen? Es kann nur ein Christentum geben, ja, nicht drei verschiedene. Österreich steht für römischen Katholizismus, Preußen steht für Protestantismus und Russland steht für orthodoxen Katholizismus. Das sind alles drei keine christlichen Konfessionen, weil Protestantismus war zu der Zeit schon unterwandert von den Jesuiten. Und abgesehen davon ist der Protestantismus in den meisten Fällen kein wirklicher Protestantismus und vor allen Dingen kein biblisches Christentum, sondern ist so weit von Katholizismus beeinflusst, dass es eigentlich nur eine andere Abteilung des Katholizismus ist, lass uns mal so sagen. Ich sehe heutzutage Protestantismus mit ganz anderen Augen wie noch vor einigen Jahren. Und das liegt daran, dass eben Protestantismus eben hauptsächlich auch der Lehre folgt, teilweise Idolanbetung akzeptiert, aber vor allen Dingen die Trinität akzeptiert. Die Lehre der römisch-katholischen Kirche akzeptiert, dass Jesus Gott ist. Die bekennen genau dasselbe wie im Konzil von Nicea. Das Konzil, das einberufen wurde, nicht von der Kirche, sondern von einem heidnischen, römischen Kaiser, der dort eine Rede gehalten hat, das nennt man die Rede an die Heiligen, dass ich gerade im Englischen noch am Lesen bin, wo der Kaiser, ein heidnischer politischer zeitlicher Herrscher, ja, kein Kirchenmensch, festgelegt hat, dass der Vater und der Sohn aus derselben Substanz bestehen. Das glauben die Protestanten auch. Die Protestanten berufen sich oftmals auf das Konzil von Nicea. Das Konzil von Nicea ist aber urkatholisch, urheidnisch. Und deswegen, das muss man verstehen, wenn man solche Absätze wie das hier liest. Drei verschiedene christliche Konfessionen? Wo hat Jesus jemals von drei verschiedenen christlichen Konfessionen gesprochen? Wo hat Jesus jemals davon gesprochen, dass man Gott auf drei verschiedene Weisen anbeten kann, verherrlichen kann, an Gott in drei verschiedene Weisen glauben kann? Hat Jesus das jemals gesagt? Soweit ich mich erinnere, hat Jesus in Markus Kapitel 12, Vers 28 folgende gesagt: Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herr, deinen Gott, mit lieben, mit deiner ganzen Macht, mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du hast. Da steht nichts von drei verschiedene
christliche Familien oder drei Arten und Weisen, um Gott anzubeten und zu erkennen und zu verherrlichen? Das muss man sich... Menschen, wenn ihr sowas lest, dann müsst ihr da direkt drauf kommen und sagen, von was für ein Quatsch steht hier. Da kann man nur die Leute mit beschwichtigen, die sich nicht mit wahrem Christentum, die sich überhaupt nicht mit der Bibel, die sich eigentlich überhaupt nicht mit Religion beschäftigen. Weil schlussendlich ist das hier, wie sich Religion und Politik verketten. Das, was wir letzte Sendung bereits hatten, das ist hier genau dasselbe. Hier, in diesen ersten beiden Artikeln, werden Politik und Religion miteinander verkettet. In der Folge dieser Gesinnung, die wir in Artikel 1 gelesen haben, werden die drei Monarchen vom römisch-katholischen Österreich, vom protestantischen Preußen und vom russisch-orthodoxen oder griechisch-orthodoxen Russland, welche die drei verschiedenen christlichen, zwischen Anführungszeichen, christlichen Konfessionen repräsentieren, sich als Zweige der nämlichen christlichen Familie betrachten und bekennen, dass das christliche Volk in Wahrheit keinen anderen Herrn habe als Gott, unseren göttlichen Erlöser Jesus Christus. Das ist Trinität, das ist die Vertretung der heidnischen Lehre, Jesus Christus ist Gott. Und das liegt an der Basis der ganzen Trinitätslehre, dass Jesus Gott ist. Das steht aber nicht in der Bibel. Und Jesus ist nicht Gott. Jesus sagt es selber. Darum verfolgt ihr mich, einen Menschen, nicht Gott. Also ich hoffe, dass ihr den Fehler hier drin erkennt. Ganz, ganz, ganz wichtige drei Artikel, die hier verfasst werden. Von Alexander dem I., Franz dem II. Von Österreich und Friedrich Wilhelm dem III. Von Preußen. Die haben das alle unterzeichnet. Das heißt, die stehen da vollkommen dahinter. Die stehen hinter als drei nämliche christlichen Familien. Ja? Als Zweige der nämlichen christlichen Familie, wie es hier steht. Ein Zweig eines Baumes, der keine Frucht bringt, was passiert dann mit dem nach der Lehre der Bibel? Der wird abgehauen, nicht wahr? Und weder der römische Katholizismus noch der von Rom beeinflusste Protestantismus noch der katholische Orthodoxismus bringen irgendwelche biblischen guten Früchte. Also die können ja so viel in ihren Vertrag reinschreiben, wie sie wollen. Das ist alles nur Schönrederei und Beschwichtigung der Völker, die sich um nichts weiter kümmern. Und denen kann man das weismachen und dann sagen die von, ja, aber wir sind doch christlich. Ja, wirklich? Deswegen empfehlen diese drei Herrscher ihr auch ihren Völkern, sich täglich mehr in der Übung der christlichen Pflichten zu befestigen. Lies der katholischen Pflichten. Alle Monarchen, welche sich zu den gleichen Grundsätzen bekennen wollen, sind angelegentlich aufgefordert, dieser Allianz beizutreten. Also das ist ein offener Vertrag mit, alle anderen dürfen dazukommen. Genau wie Rom das auch heute macht, ne? Wenn du guten Willens bist, dann kannst du zutreten. Was ist guter Willen? Dich den Grundsätzen Roms unterwerfen. Das ist hier genau das Gleiche. Auf dem Kongress zu Aachen vom 29. September bis 21. November 1818 wurde auch der französische König Ludwig XVIII. In diese Allianz aufgenommen. Der Prinzregent von England unterzeichnete den Vertrag zwar persönlich, aber ohne Bindung für den Staat. Der Papst weigerte sich, der Allianz beizutreten. Warum? Sage ich jetzt, bevor ich überhaupt weiterlese. Der Papst nimmt niemals an solchen Allianzen teil. Er steht darüber. Er ist supranational. Er beschaut das aus einem gewissen Abstand. Das ist das, was der Papst meint, dass er ist. Mit seinem Titel
Vicarius Filii Dei, der Stellvertreter des Sohnes Gottes hier auf Erden. Oder der Stellvertreter Gottes auf Erden, wie ihr auch wollt, bei denen ist das ja ein und dasselbe, dadurch, dass sie der Trinität frönen. Dadurch mischt sich der Papst in diese weltlichen Dinge nicht ein, weil er steht darüber. Der Papst weigerte sich, der Allianz beizutreten. Er erkannte die darin zum Ausdruck kommende Gleichstellung der drei christlichen Konfessionen nicht an. Nein, wir sind noch über 100 Jahre entfernt vom Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren, wo die Ketzer auf einmal Brüder genannt werden, separate Brüder oder wie sie das nennen. Ja? Separated Brethren im Englischen, also separate Brüder. Ne? Aber hier kann sich der Papst, der römischen ultramontanen Katholizismus vertritt, doch nicht gleichstellen mit anderen christlichen Konfessionen, die er nicht anerkennt. Andere Kirchen, die er überhaupt nicht anerkennt als Kirchen. Ja, das wurde auch im Zweiten Vatikanischen Konzil nochmal deutlich gemacht. Es gibt nur eine Kirche, alles andere ist keine Kirche. Das sind geduldete Glaubensrichtungen. Oder was heißt geduldet? Na, solange, bis man die Möglichkeit hat, sie zu vernichten. Also, der Papst weigerte sich, der Allianz beizutreten. Er erkannte die darin zum Ausdruck kommende Gleichstellung der drei Konfessionen nicht an. Natürlich, er stellt doch den römischen Katholizismus nicht gleich mit Protestantismus und orthodoxen Katholizismus aus dem Osten. Denn, so berichtet der russische Diplomat Italienski im Jahre 1824 aus Rom, der Vatikan sei nur von dem Streben erfüllt, das Zeitalter Gregors des Siebten und die mittelalterliche Papstherrschaft wiederherzustellen. Gregor der Siebte. Da haben wir ihn wieder mal. Papst Gregor der Siebte. Hildebrand. 11. Jahrhundert, einer der wichtigsten Päpste in der Geschichte, wo ich ja in anderen Sendungen noch drauf eingehen werde, wo ich noch eine ausgebreitete Studie zu machen werde, wie wichtig Gregor der Siebte ist. Der Vatikan sei nur von dem Streben erfüllt, das Zeitalter Gregors des Siebten, der die Theokratie, den Gottesstaat auf Erden im Grunde gegründet hat, und die mittelalterliche Papstherrschaft wiederherzustellen. Das ist für den Papst wichtig. Dem entsprach die Propaganda de Maistris in seinem Buch Du Pape. Vermutlich hat der Beitritt Frankreichs und die Unterzeichnung des Prinzregenten von England, de Maistre, im Jahre 1819 zu folgender beachtenswerter, zwischen Anführungszeichen, Prophezeiung veranlasst. Zitat. Es ist unendlich wahrscheinlich, dass die Franzosen noch ein Trauerspiel darbieten werden. Aber ob dies eintreten wird oder nicht, eins ist gewiss. Der religiöse Geist, der nicht ganz ausgetilgt ist in Frankreich, wird eine starke Spannung bei der Zusammenpressung bilden, gemäß der Natur der elastischen Flüssigkeiten. Herabstürzend vom Berge wird sie Wunder wirken. Der römische Papst und das französische Priestertum werden sich umarmen. Und in dieser heiligen Umarmung werden sie die gallikanischen Grundsätze, die eine Unabhängigkeit der französischen Kirche von Rom vorsahen, ersticken. Na, wir müssen uns daran erinnern, die französische katholische Kirche war immer eine separate von der im Grunde römisch-katholischen. Deswegen gab es immer Spannungen zwischen den beiden, weil eben die französische Kirche unabhängig von Rom war. Dann beginnt, fährt der de Maistre fort in seinem Zitat hier, dann beginnt für den französischen Klerus eine neue Ära. Frankreich wird erneut und Frankreich wird Europa die Religion, Frankreich wird erneuert und Frankreich wird Europa die Religion predigen und niemals ist eine Werbepredigt ähnlich dieser gesehen worden. Und wenn die Befreiung der Katholiken in England verkündet sein wird, was möglich und sogar wahrscheinlich sein wird, sodass die katholische Religion Französisch und Englisch in Europa sprechen wird, möge man sich gut an das erinnern, was ich sage. Nichts wird es geben, was ihr nicht erwarten könnt.
Dieser Prophezeiung de Maistre entspricht jene des Freiherrn von Buß aus dem Jahre 1851 für Deutschland und die Beseitigung der Hohenzollern. Freiherr von Buß war der politische Beichtvater der österreichischen Erzherzogin Sophie, der Mutter des österreichischen Kaisers Franz Josef. Er war in alle jene Pläne eingeweiht und sagte unter anderem, Zitat, der Papst wird von Berlin aus den deutschen Protestantismus in den Schoß der katholischen Kirche zurückführen. Staunen Sie nicht, meine Herren, ich weiß, was ich sage. Ende Zitat. Dann schildert von Buß die politischen Maßnahmen, welche zu diesem Zweck zu ergreifen wären und auch durchgeführt worden sind. Was sagt der Freiherr von Buß? Der Papst wird von Berlin aus den deutschen Protestantismus in den Schoß der katholischen Kirche zurückführen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe diesen Satz schon mal gelesen. Irgendwo im Zusammenhang mit der Lesung Moderne Kriege. Ich kann nicht mehr genau sagen, wo. Vielleicht habe ich auch damals bei Moderne Kriege bereits dieses Zitat aus diesem Buch hier gebracht. Aber das ist eine Aussage aus dem Jahre 1851. Jetzt gehen wir doch mal ein klein wenig von 1851 in die Zukunft und schauen nach 1933 nach Deutschland. Was hat denn der Papst damals veranlasst? Dass ein österreichischer Mensch aus Berlin den deutschen Protestantismus in den Schoß der katholischen Kirche zurückführt. Berlin war die Hauptstadt des Dritten Reiches. Ganz Deutschland wurde regiert aus Berlin. Und der Protestantismus wurde damals zu einem großen Teil gebrochen. Ich will nicht sagen ganz, ein kleines wenig gibt es ja immer noch Protestantismus. Aber der offizielle, der kirchliche Protestantismus, der war gebrochen. Weil den gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht mehr. Mir ist nicht bewusst, dass es in Deutschland noch irgendwelche protestantischen starken Regungen gibt. Und dadurch, dass sie Preußen mehr oder weniger entmachtet haben, hat also hier der Süden, nämlich Österreich, übernommen. Das, was Bismarck damals aufgebaut hat, hat Hitler vollkommen zerstört. Der Papst wird von Berlin aus den deutschen Protestantismus in den Schoß der katholischen Kirche zurückführen. Staunen Sie nicht, meine Herren, ich weiß, was ich sage. Dieser Freiherr von Buß muss ein Jesuit gewesen sein. Er war eingeweiht in die Jahrhunderte vorreichende Planung der Jesuiten. Weil das, was mit dem Zweiten Weltkrieg oder mit dem sogenannten Dritten Reich damals in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts passiert ist, das war schon lange vorher beschlossen. Selbst vor der Geburt von Adolf Hitler stand schon fest, dass es ihn geben wird. Man kannte die Person selber noch nicht, aber man wusste, dass man da jemanden einsetzen würde, der von Berlin aus den deutschen Protestantismus in den Schoß der katholischen Kirche zurückführt. Staunen Sie nicht, meine Herren, ich weiß, was ich sage. Warum weiß er, was er sagt? Weil er die Langzeitpläne der römisch-katholischen Kirche, die Langzeitpläne der Jesuiten kennt und hier einen kleinen Einblick darin gegeben hat. Dann schildert von Buß die politischen Maßnahmen, welche zu diesem Zweck zu ergreifen wären und auch durchgeführt worden sind. Das kann man nachlesen in Wilhelm Onkeln, das letzte Fußnote. Das kann man nachlesen in Wilhelm Onkeln, das Zeitalter des Kaiser Wilhelms, Berlin 1892, zweiter Band, Seite 478-79. Wir haben hier also eine weitreichende religiös-politische Konzeption des Vatikans vor uns.
die wir zu ihrer Würdigung kurz erläutern müssen. Heute können wir nämlich rückschauend beurteilen, ob diese Planungen trotz verschiedener Rückschläge weiterverfolgt, ja, teilweise bereits durchgeführt worden sind. Das sagt der Autor 1965, das haben wir heute in 2024 sicherlich. Nach dem Sturz Napoleons I. bildete sich in Frankreich unter den Königen Ludwig dem 18. und Karl dem 10. wieder eine klerikale Regierung, die, weil sie ja klerikal war, natürlich jesuitisch beeinflusst wurde. Im Jahre 1830 wurde die klerikale Regierung des französischen Königs Karl des 10. durch die Juli-Revolution gestürzt. Leopold von Ranke bezeichnete dieses Ereignis als eine Niederlage der strengen kirchlichen Gesinnung. Man weiß, so schrieb von Ranke weiter, man weiß, dass der religiöse Eifer Karls des 10. seinen Sturz vornehmlich vorbereitet hat. Selten sah man die Deputiertenkammer jener Zeit so einmütig wie bei den Beschlüssen gegen die versuchte Organisation der Jesuiten, so dass Rom in der Tat einen Schritt zurückwich. Ende Zitat. Die geschichtliche Erfahrung lehrt jedoch, dass für den Vatikan ein Schritt zurück in der Folgezeit drei Schritte vor bedeutet. Wo haben wir das denn schon mal gelesen? In einer ähnlichen Art und Weise. Erinnert ihr euch noch an die Aussage von dem Herrn Juncker, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Luxemburg, der doch in seiner europäischen Funktion einmal gesagt hatte, wir gehen zwei Schritte vor und wenn es keinen Aufschrei gibt, dann gehen wir weiter. Wenn es einen Aufschrei gibt, gehen wir einen Schritt zurück, aber dann gehen wir wieder zwei oder drei Schritte vor. Das ist doch genau dasselbe. Die geschichtliche Erfahrung lehrt jedoch, dass für den Vatikan ein Schritt zurück in der Folgezeit drei Schritte vor bedeutet. Diese Vorschritte erfolgten während der die Zweite Republik ablösenden Regierung Louis Napoleons bzw. Napoleons III., die war zwischen 1848 bis 1870, also bis die Deutschen da ein Ende gemacht haben mit dem Krieg von Deutschland-Frankreich 1870-71. Während der dritten und vierten Französischen Republik musste Rom allerdings gelegentlich wieder einen Schritt zurückweichen. Heute, 60er Jahre letztes Jahrhundert, unter der Regierung des General de Gaulle, einem begeisterten Verehrer des ultrakatholischen Schriftstellers Chateaubriand, ist der Kirche wieder so viel Bewegungsfreiheit und Einfluss ermöglicht, dass die von de Maistre angekündigte Werbepredigt für den Katholizismus in Europa von Frankreich aus begonnen werden kann. Die erstmalige Erscheinung eines inzwischen Ermordeten, qui bono, also wem nützt es? Die erstmalige Erscheinung eines inzwischen ermordeten katholischen Präsidenten in den USA, wer es noch nicht verstanden hat, er spricht hier von John Fitzgerald Kennedy. Die erstmalige Erscheinung eines inzwischen ermordeten katholischen Präsidenten in den USA, die Fortschritte des Katholizismus in England, Deutschland und den Niederlanden und anderen einst überwiegend protestantischen Ländern lassen die vom de Maistre und vom Buß vorausgesagte Entwicklung klar erkennen. Diese Entwicklung fiel dem schweizerischen Professor Johannes Scherr bereits im Jahre 1875 auf. Er schrieb damals, wir erinnern uns, also die Aussage von dem Herrn Freiherrn vom Buß war von 1851. 24 Jahre später fällt dem schweizerischen Professor Johannes Scherr das bereits auf, indem er schreibt, Zitat, die Fortschritte, welche der Jesuitismus in den letzten 50 Jahren gemacht hat, 1875, 50 Jahre zurück sind wir bei 1825, wieder zugelassen wurden sie 1814. Ich bitte das hier zu erinnern. Die Fortschritte, welche der Jesuitismus in den letzten 50 Jahren gemacht hat, sind erschreckend. Erschreckend wenigstens für jeden, welcher in einem Religionskriege etwas Erschreckliches sieht. Dass die Jesuiten auf einen solchen Krieg hinarbeiten, und das steht für einen Betrachter dessen, was sie in Deutschland, in Österreich, in Holland, in Belgien, in England, in Amerika vor sich gebracht haben, kaum ein Zweifel. Ihre Erfolge wären erstaunend, ja, geradezu erstarrend, so man nicht wüsste, dass allzeit auf Erfolg rechnen darf, wer auf die Dummheit und Nichtswürdigkeit der Menschen spekuliert. Ende Zitat. Johannes Scherr,
Blätter im Winde, Leipzig, 1875, Seiten 96 bis 97. Vielleicht mal ein interessanter Hinweis, sich ein solches Buch zu besorgen. Ich werde mir das mal eben markieren, vielleicht mache ich das ja. Mit einem Krieg sind nun aber heute im Atomzeitalter, im sogenannten, die jesuitischen Ziele nicht mehr zu erreichen. Das wird sich, glaube ich, dann in den nächsten 80 Jahren gewendet haben oder 60 Jahren gewendet haben, weil wir sind heute in 2024 und heute wird wieder mit einem Atomkrieg gedroht. Genau wie ein paar Jahre nach Erscheinen dieses Buches, oder was heißt ein paar Jahre nach Erscheinen dieses Buches, auch im Zeitalter Erscheinen dieses Buches, in Vietnam, was viele gar nicht wissen, dass wir damals am Rande eines Atomkriegs auf dieser Welt standen. Ne? Das wird deutlich, wenn man das Buch Vietnam, Why Did We Go? Also Vietnam, warum sind wir gegangen? Von Avro Manhattan liest. Da wird ganz deutlich gesagt, das ist die offizielle Willensabsicht, Willenserklärung bereits gab, um Atombomben einzusetzen. Also der Autor sagt, mit einem Krieg sind nun aber heute im Atomzeitalter die jesuitischen Ziele nicht mehr zu erreichen. Denn ein Krieg mit nuklearen Massenvernichtungsmitteln würde das Ende der Menschheit bedeuten. Das wissen die Jesuiten auch. Dennoch könnte eine apokalyptische Stimmung aufkommen, in der man angesichts des schwindelnden Glaubens und der wachsenden Befreiung vom kirchlichen Dogmenzwang eines bösen Tages nach den Worten des Kardinals in Schillers Don Carlos handeln könnte. Zitat: Der Verwesung lieber als der Freiheit. Ende Zitat. Vielleicht hat der Jesuit Gundlach daran gedacht, als er in seinem Vortrag des Jahres 1959 den Atomkrieg rechtfertigte und sagte: Ja, wenn die Welt untergehen sollte dabei, dann wäre das auch kein Argument gegen unsere Argumentation. Denn wir haben erstens sichere Gewissheit, dass die Welt nicht ewig dauert, und zweitens haben wir nicht die Verantwortung für das Ende der Welt. Wir können dann sagen, dass Gott der Herr, der uns durch seine Vorsehung in eine solche Situation hineingeführt hat oder hineinkommen ließ, wo wir dieses treue Bekenntnis zu seiner Ordnung ablegen müssen, dann auch die Verantwortung übernimmt. Ende Zitat. Da könnt ihr jetzt nochmal ein wenig drüber nachsinnieren, über die Aussage des Jesuiten. Er sagt hier tatsächlich, wenn die Welt bei einem Atomkrieg untergehen sollte, dann wäre das auch kein Argument gegen unsere Argumentation. Wir haben die sichere Gewissheit, dass die Welt nicht ewig dauert. Die habe ich als bibelgläubiger Christ auch, weil Gott ganz klar sagt, dass diese Welt nicht ewig dauert. Es gibt eine neue Welt, aber das heißt nicht, dass diese Erde, auf der wir leben, hier vernichtet wird. Wie gesagt, er spricht von der Welt, nicht von der Erde. Kleiner, aber pikanter Unterschied. Dass die Welt nicht ewig dauert und zweitens haben wir nicht die Verantwortung für das Ende der Welt. Also nach dem Motto, die Verantwortung schieben wir auf Gott. Wir können dann sagen, dass Gott der Herr, der uns durch seine Vorsehung in eine solche Situation hineingeführt hat oder hineinkommen ließ, wo wir dieses treue Bekenntnis zu seiner Ordnung ablegen müssen, dann auch die Verantwortung übernimmt. Also mit anderen Worten, wenn wir einen Atomkrieg beginnen, mit dem wir die Menschheit vernichten, dann ist es Gottes Schuld. Wir haben nur das getan, was er im Grunde uns verantwortet hat. Tja, der Autor sagt dazu, ich enthalte mich da jedes Kommentars, aber der Autor sagt dazu, man müsste eine solche Erklärung, die geeignet ist, den verantwortlichen Regierungen die Verantwortung für ein so ungeheuerliches Geschehen, wie es ein Krieg mit Massenvernichtungsmitteln ist, abzunehmen und mittels einer unbewiesenen und unbeweisbaren theologischen Hypothese einem Gott anzulasten, eine Gotteslästerung nennen. Deswegen gebe ich da keinen Kommentar. Der Autor sieht es genauso wie ich. Das ist reine Gotteslästerung. Nietzsche hat schon einmal gesagt, Zitat, bei allem, was geschieht, zu sagen, Gott würde es nicht zulassen, wenn es mir nicht zuträglich wäre, an dieser himmlischen Kinderei hätte die Menschheit schon mehrere Male zugrunde gehen können. Glücklicherweise gab es immer Menschen, die nicht christlich genug waren, um sich so kindlich zu beruhigen.
Ende Zitat. Hoffentlich gibt es auch heute noch genug Menschen, die nicht christlich genug sind, um sich bei solchen jesuitischen Rechtfertigungen eines Atomkriegs so kindlich zu beruhigen. Ja, einen so gedachten Gott, meinte Schiller, wenn er in seinem Gedicht Freigeisterei der Leidenschaft in der Urfassung empört ausrief, Zitat, oh, diesen Gott lasst unsere Tempel uns verschließen, kein Loblied feiere ihn, Ende Zitat. Ich glaube, dass er da von dem Gott dieser Weltzeit gesprochen hat. Lasst diesem Gott, dem Teufel, nämlich unsere Tempel verschließen, kein Loblied feiere ihn. Und die ganze Welt macht heute genau den Gegenteil. Das Gegenteil. Jeder Tempel ist dem Teufel gewidmet und jedes Loblied ist für ihn gesungen. Schopenhauer meinte einmal, angesichts des ihm bekannten Elends in der Welt, Zitat, wenn ein Gott die Welt gemacht hat, so möchte ich nicht der Gott sein. Ihr Jammer würde mir das Herz zerreißen. Ende Zitat. Was hätte man erst von einem Gott zu halten, der, nach der Erklärung des Jesuiten Grundlach, bereit ist, die Verantwortung für die Auswirkungen eines Atomkrieges zu tragen, weil seine immerhin doch fragwürdige Ordnung nicht anerkannt wird. Nun, so sagte der Philosoph Johannes Gottlieb Fichte, Zitat, was Sie Gott nennen, ist mir ein Götze. Eigenwillig, wie Sie selbst es sind, nach deren Bilde er geformt ist. Ein eigensinniger Gott, dem seine Übermacht statt allen Rechts gilt. Sie machen sich eben ihren eigenen Gott. Wir müssen hier verstehen, dass sie nicht vom Gott der Bibel sprechen. Und das sagt der Fichte ganz richtig. Was sie Gott nennen, ist mir ein Götze. Eigenwillig, wie sie selbst es sind, nach deren Bilde er geformt ist. Hallo, nach deren Bilde er geformt ist. Der Gott ist hier geformt nach dem eigenwilligen Götzenbild der Menschen selber. In der Bibel hat Gott den Menschen nach seinem Bild geformt. Hier, nach Aussage von Fichte, ist es umgekehrt. Dann sprechen wir nicht über denselben Gott, nicht wahr? Hier sagt der Fichte mit ganz vorsichtigen Worten für diejenigen, die es verstehen, die beten nicht den Gott der Bibel an, die beten nicht den Schöpfergott Jahwe an, die akzeptieren nicht seinen einzigen eingeborenen menschlichen Sohn Jesus Christus, sondern sie machen sich ihren eigenen Gott. Das ist der Gott, der sich selber über Gott erhebt oder bis zu Gott erhebt in Jesaja Kapitel 14. Fünfmal ich, die Aussage von Luzifer, dem gefallenen Engel, dem Gott dieser Weltzeit, Satan, der Drache, der in Offenbarung 13 die Macht und den Thron an den Antichristen gibt. Ja? Ich glaube, ich muss das nochmal eben raussuchen, dass wir das genaue Zitat eben mal suchen. Nimm mal eben die Zeit, die Schlachterbibel, Offenbarung, gehen wir in Kapitel 13. Und in Kapitel 13, da lesen wir mal kurz Vers 2, da steht es ganz klar drin. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rache wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Das ist doch genau das, über das hier der Fichte spricht. Was Sie Gott nennen, ist mir ein Götze, ein selbstgemachter Gott. Hier sprechen wir nicht über Jahwe in Offenbarung Kapitel 13, hier sprechen wir über die abgefallene babylonische Hurenkirche, da sprechen wir über den Anführer der Hurenkirche, den Papst, da sprechen wir über den Antichristen und der Antichrist kriegt seine Macht, seinen Thron und seine Autorität vom Drachen. Wie wir aus Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 wissen, ist die alte Schlange der Drache, der Teufel. Ein eigensinniger Gott, dem seine Übermacht statt allen Rechts gilt. Er ist kein Gott, er ist ein selbsternannter Gott. Genau wie er sagt, was Sie Gott nennen, ist mir ein Götze. Eben kein Gott, sondern eine für die Menschheit erhobene Götze, erhoben zum Gott. Nun erfolgen aber derartige Planungen, sagt der Autor,
wie sie de Maistre und Freier von Buß andeuteten und wie sie zielsicher über ein Jahrhundert hinaus verfolgt wurden. Solche Planungen erfolgen nicht zufällig. Die Durchführung erfordert eine durchdachte Konzeption und eine umfangreiche, mannigfaltige Organisation. Ja, eine zentrale Leitung. Eine zentrale Leitung. Ob diese Leitung nun vom Vatikan aus erfolgt oder, wie Bismarck in seiner Reichstagsrede vom 28. November 1885 meinte, durch ein vom Papste unabhängiges Jesuitenzentrum, ist praktisch gleichgültig. Aber die von Gerhard Kroll, dem Vorsitzenden der Abendländischen Aktion, in seiner im Jahre 1951 erschienenen Schrift »Grundlagen der Abendländischen Erneuerung« abgegebene Erklärung, Zitat, »Das Ganze setzt eine überstaatliche Führung voraus«, Ende Zitat, wird gewiss zutreffen. Eine überstaatliche Führung haben wir durch den Vatikan, haben wir durch die römisch-katholische Kirche, haben wir durch den Orden der Jesuiten. Im Jahre 1812 war der Zar Alexander I. von den Worten de Maistres noch so ergriffen worden, dass er ihn umarmte. Im Jahre 1817 beklagte er sich in einem Schreiben an den russischen Gesandten in Turin über den Bekehrungseifer de Maistres und dessen enge Beziehungen zu den Jesuiten. Zitat: »So schnell änderte Alexander I. seine Auffassung«, bemerkte Eduard Winter. »Der Zar benutzte de Maistres zwar gern wegen dessen Einfluss auf die Katholiken in Polen, als dieser jedoch die Heilige Allianz ablehnte, musste er Russland verlassen. Denn Alexander glaubte, die revolutionären Strömungen in seinem Lande und in Europa besser mittels der Heiligen Allianz und den sich daraus entwickelnden Methoden Metternichs bekämpfen zu können.« Nochmal, Alexander glaubte, die revolutionären Strömungen in seinem Lande und in Europa mittels der Heiligen Allianz besser bekämpfen zu können. Was sagt denn Offenbarung 13? Weil diese Revolution, diese Veränderungen, diese Strömungen, diese revolutionären Strömungen werden doch angeführt von dem Tier aus Offenbarung 13. Und da steht, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen in Vers 4? Nur Jesus Christus, kein Mensch. Der russische Gesandte Italienski fasste die Ergebnisse seiner Verhandlungen mit der Kurie in der Meldung zusammen. Zitat: »Die Unduldsamkeit ist in Rom Maxime, Unwissenheit Staatsraison«, Ende Zitat. Eduard Winter hat richtig geurteilt, wenn er zu diesen hin- und herlaufenden Verhandlungen, Gesandt und Botschaften zwischen dem Vatikan und dem Zaren grundsätzlich sagt, Zitat: »So ergibt sich immer wieder zwischen dem Heiligen Stuhl und dem zaristischen Russland enge Verwandtschaft und andererseits Gegensätzlichkeit«, Ende Zitat. Eine Verwandtschaft besteht in dem imperialistischen autoritären System. Der Zar, hatten wir ja vorher schon gelernt, der sagte, über mir akzeptiere ich keine Macht außer Gott. Genau dasselbe, was der Papst sagt, der dann noch behauptet, er sei Papst, er sei Gott auf Erden. Deswegen, ein sehr interessanter Punkt hier vom Autoren, eine Verwandtschaft besteht in dem imperialistischen autoritären System, wo also der Zarismus und der Papismus in der Hinsicht gleich sind, und der Unterdrückung jeder freiheitlichen Gesinnung. Gegensätzlichkeit jedoch erwächst aus dem beiderseitigen Anspruch auf Alleinherrschaft. Ja, wenn zwei da sind, die Alleinherrschaft fordern, dann können sie nicht nebeneinander sein, ne? Was glaubt ihr, warum Japan Ende des Zweiten Weltkrieges so gesagt zwei Atombomben schlucken musste? Der Sonnengott, der sich als Kaiser in Japan ausgab, hat dem Papst Konkurrenz gemacht. Das konnte man nicht so stehen lassen. Bismarck schrieb zu dem so unerwarteten und plötzlichen Tod des Kardinalstaatssekretärs Franki, der eine von den Jesuiten widersprechende Politik gegenüber Deutschland anbahnte: »Von Russland hat man gesagt, Gouvernement absolu tempéré par le régicide«, eine absolute Regierung, gemäßigt durch Königsmord, ist ein Papst. So fährt Bismarck in seinen Gedanken und Erinnerungen Stuttgart 1898 fort. Zitat:
der in der Nichtachtung der in der Kirchenpolitik konkurrierenden Organe, er meinte hier den Jesuitenorden, zu weit ginge, vor kirchlichen Nihilisten sicherer als der Zar? Die Weigerung des Papstes, der Heiligen Allianz beizutreten und die erneute Missbilligung der jesuitischen Machenschaften veranlassten den Zaren zu der endgültigen Ausweisung der Jesuiten. Am 13. März 1820 erging ein neuer Ukas, in dem es unter anderem hieß, Zitat, da die Jesuiten sich durch ihr Verhalten außerhalb des Schutzes der Gesetze des Kaiserreichs Russland gestellt haben, indem sie nicht nur die heiligen Pflichten, welche die Dankbarkeit, sondern auch diejenigen, welche die der Untertaneneid ihnen auferlegt hatte, verletzt haben, sollen sie unter polizeilicher Überwachung über die Grenzen des Kaiserreichs gebracht werden. Niemals dürfen sie zurückkehren, unter welcher Form und unter welchem Namen auch immer. Ende Zitat. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob ich das schon mal gelesen hatte, damals in der päpstlichen Bulle Dominus ac Redemptor Nostro, mit der Papst Clement XIV. Die Jesuiten 1773 verboten hat. Ne? Die durften ja auch niemals zurückkehren. Das niemals hat tatsächlich gedauert bis 1814. Dann hat Papst Pius VII. Sie wieder zugelassen. Jetzt setzte de Maistre auf die französische Karte, da sich hier der Klerikalismus von den bourbonischen Königen unterstützt zu neuer Blüte zu entfalten schien. Aber auch die Freimaurerei bereitete dem Zaren Sorgen. Gegen die sich in Russland entfaltende Reaktion bildeten sich geheime Gesellschaften, unter denen die sogenannten Dekabristen hervorragen, denen es sogar gelang, einen Aufstand zu entfachen. Den sehen wir auch in den Bildern dieses Videos. Die Freimaurerlogen hatten den Dekabristen gewissermaßen als Deckmantel gedient, indem sie dort Verständnis für ihre freiheitlichen Bestrebungen und auch Anhänger fanden. Infolgedessen ordnete der russische Innenminister am 25. April 1822 die Schließung der Freimaurerlogen an. Alle Beamten und Staatsangestellten mussten eine eidesstattliche Erklärung abgeben, keiner geheimen Gesellschaft des In- oder Auslands anzugehören und, falls sie dazu gehört hatten, schwören, jede Verbindung mit einer solchen Gesellschaft abzubrechen. Was sagt euch das jetzt als inzwischen gebildete Leute im Jesuitismus, was ein solcher Schwur wert ist? Da gebraucht man mentale Reservation, da kann man jeden Meineid schwören, wie man will. Die Kirche vergibt einem die Sünde dieses Meineids, weil man für das größere Ziel der Kirche hinarbeitet. Ad majorem De Gloria. Die können sich also alle dahinstellen, alle schwören, was der Zar oder wer auch immer hören will. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die schwören alles, weil sie sich nicht dran halten müssen. Weil sie von der Sünde des Meineides durch die mentale Reservation freigesprochen sind. Das ist die Moral der katholischen Kirche. Und ich möchte diese Moral gar nicht mal auf die römisch-katholische Kirche beschränken. Obwohl das vielleicht sollte. Nichtsdestotrotz bin ich da ziemlich sicher von, dass die Beamten und Staatsangestellten jede eidesstattliche Erklärung abgeben wollen, die sie können, dass die in Geheimgesellschaften nicht angehörig sind und es aber im Grunde trotzdem sind. Ja? Gerätschaften, Insignien und Mobilien der Freimaurerlogen wurden öffentlich ausgestellt und versteigert, um die Mysterien der Freimaurerei der Lächerlichkeit preiszugeben. Der preußische Gesandte in Petersburg, von Schöler, berichtete am 20. August 1822, das ist ja interessant, ne? Wir haben hier also das Verbieten der Freimaurerlogen 2 Jahre nach dem Verbot der Jesuiten. Jetzt könnte man ja sagen, ja, Russland ist jetzt frei von jedem Einfluss außerhalb, von jedem römisch-katholischen Einfluss, von jedem freimaurerischen Einfluss. Alles ist ja verboten. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber keine 100 Jahre später gab es eine bolschewistische Revolution, von Jesuiten geführt, die ja nur gelingen konnte, wenn Jesuiten schon bereits vorher da waren. Also, wie
Wurde dieses Verbot wirklich durchgeführt, kontrolliert und ausgeführt? Könnt ihr euch eure eigenen Gedanken zu haben? Ich weiß die Antwort, für mich zumindest. Der preußische Gesandte in Petersburg von Schöler berichtete am 20. August 1822 an den König Friedrich Wilhelm III. Über diese Aktion gegen die Freimaurerei in Russland. Er schrieb in seinem Bericht unter anderem, die russische Regierung habe sich entschlossen, in allen katholischen Kirchen in Russland und Polen die päpstliche Bulle, welche die Carbonari und alle Genossen geheimer Verbindungen mit dem Bannfluch belegt, publizieren zu lassen. Ende Zitat. Man benötigte also hier wieder die Unterstützung des Vatikans gegen alle revolutionären Umtriebe. Also, ich treibe den Teufel mit Beelzebub aus. Es handelte sich bei dieser Bulle um die Enzyklika des Papstes Pius VII. Ecclesiam a Jesu Christu vom 13. September 1821, in der auch die Freimaurer erwähnt wurden. Es zeugt von der Unwissenheit des Zaren und seiner Minister, dass sie glaubten, internationale Organisationen wie Jesuiten und Freimaurerorden durch Verbote erledigen zu können. Das ist doch genau das, was ich meinte mit meinem Kommentar. Ja? Es zeugt von der Unwissenheit des Zaren und seiner Minister, dass sie glaubten, internationale, supranationale Organisationen wie Jesuiten und Freimaurerorden durch Verbote erledigen zu können. Jede Gewaltanwendung und alle Gesetze dieser Art haben sich in solchen Fällen immer wieder als wirkungslos erwiesen. Das gilt von diesen Verboten des Zaren ebenso wie von den Jesuiten- und Sozialistengesetzen Bismarcks oder denen des nationalsozialistischen Regimes der Jahre 1933 bis 1945 und den Verboten des Kommunismus von heute und, ich füge hinzu, von der Bulle Dominus ac Redemptor Nostor von Papst Clemens XIV. Von 1773. Das gilt da auch. Daher hatte der klarblickende und denkende Johannes Scher, der schon zu dem Jesuitengesetz Bismarcks im Jahre 1872 in sein Sommertagebuch im Jahre 1873 in Zürich veröffentlicht, Folgendes eingetragen. Zitat: So ein Gesetz würde der Jesuiterei so wenig Abbruch tun, als es der Kommunisterei Eintrag tut, wenn man in altherkömmlicher Polizeistaatsstupidität die Kommunistenapostel auf die Festung setzt oder nach Sibirien schickte, wie im zaristischen Russland. Schafft gute Schulen, aus welchen das Bonzentum verbannt ist und mit diesen wie der Jesuitengesetz bewaffnet werdet ihr es erleben, dass die Gezieferschaft Loyolas nicht aus Deutschland gewaltsam hinausgeschmissen zu werden braucht, sondern bloß lustig hinausgelacht wird. Aber solche Schulen wollt ihr nicht, weil dieselben ein Geschlecht heranzögen, welches in der Stimmung und imstande wäre, auch noch anderes Ungeziefer vom deutschen Boden wegzulachen oder wegzuwischen. Bravo! Bravo! Ganz, ganz großer Beifall meinerseits. Das ist wahr gesprochen. Das ist so wahr gesprochen, dass man es noch 25 Mal wiederholen könnte und dann verändert sich die Wahrheit da immer noch nicht. Nur die Durchführung werden wir leider wohl niemals erleben. Was stand hier in dem Sommertagebuch veröffentlicht? Von wem lesen wir das jetzt eigentlich? Von Schöler, ne? Ein Mensch, von dem man eigentlich noch nie gehört hat, also ich zumindest nicht, vorher, bis hierher noch nicht. Ich lese das nochmal. Bitte, also der, nicht Schöler, der Johannes Scher. Der hat zu dem Gesetz, zu dem Jesuitengesetz von Bismarck, dies bereits in seinem Sommertagebuch geschrieben. Also wirklich, jetzt hört nochmal ganz, ganz klar zu. So ein Gesetz, also wie das Jesuitenverbietende Gesetz von Bismarck. So ein Gesetz würde der Jesuiterei so wenig Abbruch tun, als es der Kommunisterei Eintrag tut, wenn man in altherkömmlicher Polizeistaatsstupidität die Kommunistenapostel auf die Festung setzt. Oder nach Sibirien schickt, wie im zaristischen Russland eben passiert ist. Jetzt kommt's. Schafft gute Schulen,
aus welchen das Bonzentum verbannt ist. Und mit diesem Wiederjesuitengesetz bewaffnet werdet ihr es erleben, dass die Gezieferschaft Loyolas nicht aus Deutschland gewaltsam hinausgeschmissen zu werden braucht, sondern bloß lustig hinausgelacht wird. Aber solche Schulen wollt ihr nicht, weil dieselben ein Geschlecht heranzögen, welches in der Stimmung und imstande wäre, auch noch anderes Ungeziefer vom deutschen Boden wegzulachen oder wegzuwischen. So, und jetzt ziehe ich mal eben eine Parallele zu dem letzten Präsidenten der Vereinigten Staaten Amerika, Trump. Trump, der sagte, er will den Sumpf in Washington austrocknen. Aber ich habe immer gesagt, das kannst du nicht, wenn du selber Teil dieses Sumpfes bist. Und das ist genau das, was der Johannes Scher hier meint. Solche Schulen, um solche Generationen zukünftiger Führer heranzuziehen, wollt ihr gar nicht. Weil dann nämlich ein Geschlecht herangezogen werden würde, welches imstande wäre, den ganzen Sumpf trocken zu legen. Den Sumpf, auf dem ihr selbst euch befindet. Und das ist das Problem, was wir nicht nur in Amerika haben, was wir nicht nur in Deutschland haben, was wir in jeder verdammten Regierung auf der Welt haben. Die können nicht dafür sorgen, dass alles biblisch-christlich auf einmal erzogen wird und biblisch-christlich eine Religion, eine Regierung übernommen wird. Und darüber hatten wir auch gesprochen. In dem letzten oder den letzten zwei Kapiteln von Herrscher des Bösen. Warum gute Menschen, warum wahre Christen keine Regierung dort halten können. Das geht nicht. Und der Scher sagt es hier, Johannes Scher sagt es hier in aller Deutlichkeit. Er sagt es so deutlich, wie ich es noch niemals jemanden habe sagen hören. Solche Schulen wollt ihr nicht, weil diese Schulen ein Geschlecht heranzögen, welches in der Stimmung und imstande wäre, auch noch anderes Ungeziefer vom deutschen Boden wegzulachen oder wegzuwischen. Wenn man das ganze Ungeziefer aus Deutschland weglachen würde, was es dort gäbe, dann hätten wir morgen nicht mehr besonders viele Menschen in Deutschland. Davon mal abgesehen. Keine 82 Millionen. Aber dann hätten wir in Deutschland endlich mal eine Regierung und eine Bevölkerung, die die Bibel und den Gott der Bibel umarmen würde. Weil in Schulen erzogen, in denen die Bibel als erstes gelehrt wird. Das, was Martin Luther ganz klar bereits sagte in seinem Schreiben an den deutschen Adel 1520. Er hat dort ganz klar gesagt, und ich zitiere das eben mal für euch zum Ende dieser Sendung. Martin Luther sagte, obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt leben, werden sie schwach und vergehen im Elend, weil ihnen das Evangelium fehlt, in dem wir sie ständig erziehen und schulen sollten. Ich rate niemandem, sein Kind an einen Ort zu schicken, wo die Heilige Schrift nicht an erster Stelle steht. Schulen werden zu weit geöffneten Toren der Hölle, wenn sie die Heilige Schrift nicht fleißig in die Herzen junger Menschen einprägen. Jede Institution, in der sich die Menschen nicht zunehmend mit dem Wort Gottes beschäftigen, muss korrupt werden. Ende Zitat. Martin Luther, 1521 oder 1520, ja, an den deutschen Adel gerichtet, in seinem Werk. Da steht das drin. So zumindest aus dem Zitat. Nun, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wenn ich hier jetzt Martin Luther so fulminant zitiere, dass er sagt, obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt leben, das tun sie eben nicht, wir leben in einer katholischen Welt, deswegen müssen wir sie eben biblisch erziehen, was wir nicht tun. Aber wir leben halt in einer katholischen Welt. Aber Martin Luther hat mit seiner Aussage 1520 genauso recht, wie Johannes Scher 1873 in seiner Veröffentlichung.
in der er sagt: Solche Schulen wollt ihr nicht. Schulen, wie Martin Luther sie hier propagiert hat. Schulen, von denen Martin Luther sagt, Schulen, wo die Heilige Schrift an erster Stelle steht. Solche Schulen wollt ihr nicht, weil dieselben ein Geschlecht heranzögen, welches in der Stimmung und imstande wäre, auch noch anderes Ungeziefer vom deutschen Boden wegzulachen oder wegzuwischen. Ich bin hiermit ans Ende der Sendung gekommen. Ich möchte fast sagen, ich bin hiermit am Ende von meinem Latein. Ich kann kein Latein, aber ihr versteht schon, was ich damit sagen will. Da muss man mal drüber nachdenken, was die Johannes Scher hier gesagt hat. Wie recht er damit hat. Ich bin sehr sicher, dass der Johannes Scher von dem Zitat von Martin Luther keine Ahnung hatte, dass er es nicht kannte. Aber trotzdem hat er 400 Jahre später oder 450 Jahre später, 350 Jahre später, nee, wann waren das jetzt? Wann hat er das denn jetzt gesagt, das Zitat? 1870er Jahre, ne? 1873, also das sind dann 350 Jahre später, hat er den Sinn von Martin Luthers Zitat komplett korrekt wiedergegeben, komplett korrekt wiederholt, und es ist in ebenso stumpfe Ohren gefallen bei Martin Luther, wie bei Johannes Scher, wie bei mir, wenn ich es heute sage. Nur Gott kann eure Augen öffnen und euch sehend machen. Nur Gott kann eure Ohren öffnen und euch hörend machen, wenn ihr von euch selbst erstmal angeregt danach sucht. Wer sucht, der findet. Das hat Jesus uns gesagt. Wenn ich Gott suche, dann wird er sich mir offenbaren. Aber ich muss ihn suchen, an erster Stelle. Und damit möchte ich für heute die 16. Lesung abschließen und möchte euch eure eigenen Gedanken hinterlassen, die ihr vielleicht nochmal nachsinniert über das Gelesene und Besprochene, und dass ihr vielleicht erkennt, dass der Autor, der dieses Buch geschrieben hat, ein so wichtiges Buch geschrieben hat, dass ihr spätestens nach dieser Sendung verstanden habt, warum ich das unbedingt lesen musste. Und nächstes Mal mit der 17. Lesung auch fortfahre. Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen und bitte, lest eure Bibel. Geht in eine, zwischen Anführungszeichen, Schule, die Martin Luther uns 1520 empfohlen hat, die Johannes Scher hier sagt, die es immer noch nicht gibt. Geht in die Bibelschule. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha.